Mein Herz selbst schlägt immer für die Patienten. Also getrieben bin ich natürlich davon, dass das, was wir in der Grundlagenforschung bearbeiten, tatsächlich irgendwann mal den Patienten und den Menschen zugutekommt. Seit 13 Jahren erforscht und entwickelt der Kardiologe Andreas Zeyer eine Zelltherapie für Herzinfarktpatienten. Seine ursprüngliche Idee? Körpereigene Knochenmarkstammzellen könnten in das geschädigte Herzgewebe eingebracht werden und sich dort zu neuen Muskelzellen entwickeln. Inzwischen haben sich allerdings neue Erkenntnisse ergeben. Anfangs haben wir das sicher ein bisschen naiv gesehen, indem wir gedacht haben, dass ein Teil der Zellen vielleicht sogar selbst sich umwandeln könnte in Herzmuskelzellen, also in Zellen, die tatsächlich an der Pumpfunktion des Herzens beteiligt sind. Von der Vorstellung müssen wir uns mittlerweile verabschieden, aber wir wissen, dass diese Zellen viele sogenannte Wachstums- und Unterstützungsfaktoren freisetzen, die dann die Selbstheilung des Herzens stimulieren, verstärken und damit zu einer Funktionsverbesserung führen. Bei diesem Regenerationsprozess spielen neben der Neubildung von Gefäßen möglicherweise auch Faktoren eine Rolle, die von den Stammzellen des Knochenmarks an ihre Umgebung in der Nähe des Herzens abgegeben werden. Im Herzkatheterlabor der Uniklinik Frankfurt wird die Zelltherapie bei Herzinfarktpatienten angewandt und weiter untersucht. Am wirkungsvollsten ist die Methode bei Patienten mit einem zweiten Herzinfarkt oder bei denen der Infarkt das Herz sehr schwer schädigte. Es geht darum, so viel zerstörtes Gewebe wie möglich wieder zu ersetzen. Dabei folgt die Transplantation der körpereigenen Zellen der OP-Methode beim Einsetzen eines Stents in das Herz. Mit einem Katheter erreicht ein dünner Draht das zerstörte Gewebe im Herzen. Das Kontrastmittel durchströmt die Adern deutlich sichtbar. Im Bereich des Stents wird per Katheter ein Ballon aufgeblasen und entlässt Knochenmark des Patienten in das zerstörte Gewebe. Nun gilt es abzuwarten und die Prozedur zu späteren Zeitpunkten zu wiederholen. Die Stammzellen schaffen dabei zwar kein neues Herzmuskelgewebe. Was wir aber wissen, ist, dass diese Zellen Blutgefäße bilden können und zum Aussprossen von Blutgefäßen beitragen, dort auch tatsächlich eingebaut werden in die Gefäßwand. Aber der Haupteffekt ist sicherlich die Stimulation oder Unterstützung der von der Natur schon vorgesehenen eigenen Reparaturkraft des Herzens. Diesen Effekt statistisch zu belegen, ist das Anliegen einer großen europäischen Studie an vielen Standorten, die Andreas Zeyer mit ins Rollen gebracht hat. Mit aufwendigen klinischen Studien werden vielversprechende Ergebnisse aus der Forschung getestet, ob sie auch therapeutisches Potenzial haben, mit einer wirklichen Verbesserung für den Patienten. Während in der ersten Phase einer klinischen Studie nur die Sicherheit des Kranken im Vordergrund steht, also negative Effekte ausgeschlossen werden, gelten Phase 2 und 3 den positiven neuen Wirkungen. Bei der jetzigen Zelltherapiestudie werden Tausende von Patienten mit körpereigenen Stammzellen behandelt und untersucht, ob sich ihre Lebensqualität positiv verändert. Doch der Weg von der Grundlagenforschung zu einer nachweislich wirksamen Behandlung ist lang. 2019 kann man dann eine Antwort geben, ob die Patienten damit tatsächlich länger leben, nach einem frischen Herzinfarkt, ob sie besser leben und ob das dann eine Behandlung ist, die wirklich allen Patienten zukommen kann.